Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 615. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. In den letzten beiden Folgen haben wir hier unsere Megabase weggerissen. Und heute denke ich mal, dass wir damit anfangen, zumindest mal die Vorbereitungen zu treffen, für was auch immer wir letzten Endes jetzt daraus machen werden. Hier sind noch die Überreste davon, ganz viel Cut Sandstone meine ich. Wir haben auch schon hier ganz viele Fackeln, die wir noch zum Ausleuchten benutzen werden. Ich werde jetzt aber erstmal mein Headset anmachen, lul. Dann holen wir uns mal kurz eine neue Ration an Brötchen. Denn ich kann sonst nicht sprinten, das ist ziemlich nervig. So, dann gehen wir hier weiter. Ich brauche immer noch einen Namen für den Kollegen hier. Unser anderer Papagei hieß ja Dennis, oder heißt ja Dennis, der geht sehr gut. Den haben wir ja letztens sogar noch besucht. So, ich würde sagen, vielleicht fangen wir damit an, hier doch nochmal erst ein bisschen mehr auszuleuchten. Nee, wir fangen damit an, erstmal ein paar Brötchen zu essen und dann auszuleuchten. Damit wir das hier auch ein bisschen schneller über die Bühne bringen können. Und natürlich müssen wir das nicht machen. Momentan, es ist nicht das Wichtigste. Auf unserer Liste. Damit wir hier Fortschritt haben. Aber wir müssen es früher oder später eh machen. Und das erfordert relativ wenig Denken. Und da wir gerade jetzt schon relativ spät nachts haben, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir sowas auch haben gerade mal. Oder wenn wir jetzt vielleicht sowas machen, besser gesagt. Für euch natürlich, ich spüre das keine Rolle, weil es immer um 12 Uhr ist, mittags. Aber wir haben halt gerade nach 12 und zwar nicht mittags. Lasst es mich so sagen. Deswegen, ja. Und wie auch sonst immer werde ich wahrscheinlich viel zu viele Fackeln platzieren. Weil ich aber auch keinen Bock drauf habe, immer abzuschätzen, wie weit das jetzt voneinander weg ist. Deswegen setze ich einfach ein paar mehr hin. Wir haben es ja an sich, die ganzen Materialien dafür. Von daher juckt mich das irgendwo dann auch so wenig, dass ich das so machen würde. Und ja, auf dem 80-Zock-Kanal kam gestern wieder eine schöne kleine Geogesser-Folge. Also ich meine, guck mal hier, so nah muss das natürlich jetzt nicht sein. Aber ihr versteht schon, wie ich das meine. Ja, auf jeden Fall habe ich die heute aufgenommen. Beziehungsweise ich habe heute sogar zwei aufgenommen. Und die waren beide super geil. Also, wenn ihr Geogesser mögt, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Generell, da kommen natürlich auch noch andere Spiele, haben wir auch letztens drüber geredet. Aber gerade mit dem Geogesser-Video, was heute jetzt kommt und was diese Woche Sonntag kommen wird, bin ich super zufrieden. Also das hat beim Aufnehmen schon richtig Spaß gemacht. Und ich fand, das waren auch echt gute Runden. Eins war sogar richtig krass. Oder es waren mehrere wirklich krass, aber eins war richtig, richtig krass. Aber das verrate ich euch natürlich nicht. Das könnt ihr euch dann selber angucken. Vögel rasten hier auf jeden Fall mal wieder aus. Ich wünschte, das könnte man noch so ein bisschen mehr konfigurieren irgendwie. Weil das ist mir halt gerade ein bisschen zu viel. Also ich finde das cool. Ich liebe diesen Mod. Ich bin super froh, dass wir ihn haben. Aber wenn es die ganze Zeit so wäre, wäre mir das auf jeden Fall zu viel. Muss ich halt auch sagen. So, machen wir hier noch einen hin. Gehen wir hier oben hin. Da. Und vielleicht da einen hin. Wundervoll. Hier in der Mitte noch einen hin. Hier einen hin. Hier einen hin. Dann müssen wir natürlich hier unten auch noch hin. Denn wir müssen den ganzen Bereich hier ja ausleuchten und monsterproof machen. Denn das wird ja hier alles irgendwann überdacht werden und dann würde es nicht nur sehr laggen, wenn hier drunter das reinste Monster-Party-Vergnügen zu Hause wäre. Sondern es wäre auch ziemlich gefährlich, falls wir da mal sein sollten. Und für die Dauer unserer Bauarbeiten wäre das natürlich auch nicht so chillig. So, packen wir da noch einen hin. Wir machen hier oben ein bisschen weiter. Aber keine Sorge, wenn ich jetzt den Stack an Fackeln weg habe, dann reicht mir das auch erstmal. Weil, wie gesagt, es ist halt nicht das Dringendste, was wir machen müssen. Ich bin nebenbei immer noch dran, mit meinem Kumpel fast jeden Abend irgendwelche Assi-Serien zu gucken.
Wir haben jetzt Temptation Island VIP die Staffel durchgehabt und haben direkt das nächste angefangen, und zwar Are You The One? Und ich muss sagen, wenn das so im Fernsehen kam, so die Werbung, habe ich gedacht, okay, ja, interessant, aber muss ich jetzt nicht sehen. Aber jetzt haben wir es angefangen und das kann man so gut nebenbei gucken. So, wir sind dann irgendwie halt noch was am Zocken. So, mein Kumpel spielt FIFA, ich habe Rocket League gespielt und ein bisschen Wreckfest. Da habe ich auch sehr interessante Leute im Chat gehabt, die ein paar sehr fragwürdige Thesen da ungefragt in den Raum geworfen haben. Und das Schöne an dummen Leuten ist, es ist relativ leicht, denen einen Spruch zu drücken, ohne dass sie es merken. Und das habe ich dann halt auch, die Chance habe ich dann auch ergriffen. Ich habe mir nur gewünscht, dass das vielleicht ein paar andere Leute auf dem Server irgendwie feiern würden, aber dann war der Chat relativ leise. Naja, gut. Ja, auf jeden Fall kann man das super gut nebenbei gucken. Und apropos nebenbei, das ist überhaupt keine Überleitung, wir hauen jetzt hier dieses Dorf weg. Also die oberen Häuser hauen wir jetzt weg, wie gesagt, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und hier wohnt eh kein Villager mehr, von daher, warum sollen die hier noch stehen? Ist ja auch irgendwie... Also ist natürlich schön, weil es dann nicht leer ist hier oben, aber im Endeffekt spielt halt keine Rolex. Na? Wie ein Taui für die Geissens, spielt auch keine Rolex. Das Glas machen wir mal weg, das brauchen wir nicht. Aber das ganze Sprucewood nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an mich. Generell die ganzen Materialien hier von den Häusern werden, glaube ich, sehr cool werden, wenn die für uns nutzen können. Jetzt rasten die Vögel wieder aus. Aber guck mal, sogar hier ist eigentlich der Blick da in den Dschungel recht nice. So. Also da müsste man dann halt auch überlegen, ob man vielleicht auch irgendwas auf die Rückseite von diesem Berg baut, damit man auch die Views mal nutzen kann. Weil bisher haben wir halt alles nach da vorne oder nach da irgendwie so gerichtet. Immer nach Südosten. Südwesten. Und halt nie nach Norden oder nach Osten oder eine Kombination aus den beiden. Von daher sollten wir das auf jeden Fall auch irgendwann mal machen, weil ich finde, der Dschungel ist halt schon ganz cool. Und ich habe gerade noch was gefunden, was mich an dem Ambient Sounds Mod ein bisschen nervt, und zwar die Übergänge. Weil da war jetzt eine Minute komplett Radau mit den ganzen Vögeln, die übel ausgerastet sind. Und dann innerhalb von einer Sekunde war es komplett still. Das muss auch nicht sein, oder? Ja, keine Ahnung. Wir packen jetzt einfach mal die Sachen hier so rein, die wir jetzt nicht zwingend brauchen. Weil die Dinger werde ich auf jeden Fall leichter finden. Also die Kiste ist auf jeden Fall platzsparender, besser gesagt, als hier so ein Riesenhaus. Und die haben ja, glaube ich, noch ein paar andere Häuser, haben ja auch noch ein paar Kisten. Von daher sollte das fit gehen. Ja, war ein komisches Wochenende, fand ich. Ich weiß nicht, wie ihr es fandet, aber noch schlimmer als das Wochenende. Also das Wochenende war jetzt nicht schlimm, aber es war ein komisches Wochenende auf jeden Fall. Natürlich war es schön mit unserem neuen Hund da von meinen Nachbarn. Hey, die ist einfach so unfassbar süß, ne? Und so ungestüm noch. Die hüpft halt einfach so durch den Garten und rennt dich halt auch gefühlt fast um. Einfach, weil die sich noch nicht so im Griff hat. Aber es ist halt einfach auch so süß. Und dann spielst du so mit der und dann hat die so ganz, ganz, ganz kleine Babyzähnchen. Die dir halt dann auch einfach reinhaut oder ihre Klauen an den Pfoten, weil die es halt einfach nicht im Griff hatten. Das ist halt irgendwie, es tut natürlich ein bisschen weh, aber man weiß ja, dass sie es nicht extra macht. Und ich glaube, wenn man wirklich sagen würde, aua, also so richtig aua, dann wird die auch aufhören. Sofort, und wird wahrscheinlich denken, was habe ich jetzt gemacht? Den nehme ich wieder ab. Wo ich mir relativ sicher bin, dass das definitiv nicht der Fall sein wird. Ich habe gehört tatsächlich, dass wohl einer von dem Wurf wieder abgegeben wurde, weil irgendeiner von der Familie, die den genommen haben, wohl eine Allergie entwickelt hat. Das ist ja mega unlucky. Das ist ja unfassbar unlucky. Erstmal so der arme Hund. Oder nicht erstmal. Erstmal die armen Leute, die irgendwie zwei Tage lang diesen Hund hatten, sich schon komplett drauf gefreut hatten und alles Mögliche. Und Namen hatten, und man hat ja auch schon eine Verbindung aufgebaut. Innerhalb der ersten paar Minuten natürlich, aber auch dann noch
Wenn man dann schon ein paar Tage das Viech bei sich hat. Und wenn man den dann wieder abgeben muss, natürlich ist das auch für das Viech vor allem auch echt scheiße. Weil bei dem ist es ja wahrscheinlich genauso. Also hier, der hat auf jeden Fall schon so eine Bindung zu seinen Besitzern. Das merkst du auch, dass er die bevorzugt oder dass die bevorzugt. Ich finde es immer witzig, weil der Hund, aber es ist halt eine sie. Deswegen ist es immer ein bisschen komisch. Meine Oma sagt auch immer der. Und wir haben halt immer nur weibliche Hunde. So, kriegt der auch was zu essen? Oder beißt der? Oder macht der... oder der will nur spielen, oder? Oder was auch immer. Sagt halt immer der. Schon als wir früher einen Hund hatten. Und das, weiß ich nicht, finde ich witzig. Weil es dann immer irgendwie so ein kleines Missverständnis im Kopf ist einfach. Das ist ja auch scheißegal, das ist ein Hund. Aber... weiß ich nicht. Ist halt nicht mein Hund. Vielleicht würde ich das nicht sagen, wenn es mein eigener Hund wäre. Aber ich habe auch nochmal gemerkt, das ist ja ein Golden Retriever. Und Golden Retriever sind ja relativ... werden ja relativ groß. Ne? Im Idealfall. Ich habe nochmal gemerkt, wie sehr ich definitiv keinen großen Hund haben möchte. Später, wenn ich mir irgendwann mal einen Hund hole. Also nicht niemals, ich hätte schon gern mal einen Husky, hätte schon gern mal einen Pitbull, weil ich die auch super schön einfach finde. Wie kommt hier ein Zombie rein? Du bist... ah, die Tür ist offen. Ich dachte, du bist auf der zweiten Etage. Und Pitbulls sind halt eigentlich super nette Tiere, aber die wurden halt einfach so scheiße erzogen von manchen Menschen, dass du ja auch einen extra Schein dafür brauchst, was auch... ständlich irgendwo ist, aber halt scheiße ist. So, ich habe keinen Bock, so einen Schein zu machen. Weil ich halt faul bin, so. Aber gut. Aber ja, am liebsten hätte ich halt, wie gesagt, wirklich immer einen kleinen Hund. Und auch am liebsten wirklich so einen ganz kleinen Hund. So, wenn ihr Tuddle kennt, so wie Pipi. Und ja, der heißt wirklich so. Oder wie Pi, wenn du einen Spitznamen nehmen möchtest. Der hat ja so einen Langhaar-Chihuahua. Der ist einfach so süß. Ne? Chihuahuas an sich sind natürlich Assi-Hunde und die kleinen Hunde sind natürlich eh immer die Krawallbiester. Das will ich auch auf gar keinen Fall leugnen. Und das mag ich auch überhaupt nicht. Ich hasse auch bellende Hunde. Wir haben leider auch so ein Exemplar. Aber, Alter, was ist denn hier los? Moin. Go weh. Aber, ich finde das so cool, wenn die so klein sind und du die einfach hochheben kannst. Und die halt nicht 8 Tonnen wiegen. Weil wir haben halt einen mittelgroßen Hund und einen großen Hund. Und den mittelgroßen Hund kann man halt hochheben. Ist zwar jetzt auch nicht super leicht. Aber es geht auf jeden Fall. Also du kannst den schon so, weiß nicht, ein, zwei Minuten kannst du ihn mal tragen. Und die mag das halt auch. Und den großen Hund, da hebt sie halt einen Bruch safe. So. Das finde ich halt doof. Weil der große Hund ist mein Favorit. Weil die ist unfassbar schön. Also ich glaube, das sagt wahrscheinlich jeder Hundebesitzer oder die meisten Hundebesitzer. Das ist wahrscheinlich wie ein Baby. Aber das ist der schönste Hund, den ich je gesehen habe. No cap. Also no cap. Absolut no cap at all. Es ist insane, wie hübsch dieser Hund ist. Wirklich. Aber das sagt wahrscheinlich, wie gesagt, jeder Hund. Jeder Hundebesitzer. Ich glaube nicht, dass Hunde reden können mit Menschen. Außer, kennt ihr diese Videos mit so Hunden, wo die dann so einen Knopf auf dem Boden haben, der so Sachen sagt? Und dann haben die das irgendwie antrainiert bekommen, dass die Knöpfe drücken, je nachdem, was sie gerade irgendwie wollen. Das finde ich total faszinierend. Erstens, dass so ein Hund das checkt. Weil Hunde sind ja schon ein bisschen doof so. Aber dass er das wirklich... kann und er damit Sachen sagen kann. Das finde ich total faszinierend, so Videos. Müsst ihr euch mal angucken. Ich weiß leider nicht, wie... ja, Dog Pressing Buttons, keine Ahnung. Dog Button Speaking oder irgendwie sowas. Müsst ihr mal googeln. Ich weiß nicht, wie man das jetzt betiteln soll. Aber das ist total krass, wenn ihr das nicht kennt. Absolute Empfehlung. Und ich bin echt erstaunt, wie schnell wir hier die Häuser wegkriegen. Weil wir haben ja jetzt nicht mal eine ganze Folge da dran gesessen und wir haben fast alle Häuser weg. Ein bisschen Huhn im Haus. Keine Ahnung, ist auch egal.
So, aber ihr seht auch jetzt schon, wie gut es eigentlich ist, wie sehr wir hier ausgeleuchtet haben. Weil ich bin erstaunlich ungestört von irgendwelchen Monstern. Natürlich nicht komplett, wir hatten ein paar Zombies da vorne. Und wir haben auch noch immer hier ein paar Areas, die ein bisschen dunkel sind. Aber, all in all, kann sich das echt sehen lassen, was wir hier schon mal erreicht haben. So. Das Gute ist halt, dass da wirklich die Kisten drin sind, weil das spart uns halt einfach Zeit, die ganzen Sachen irgendwie richtig zu sortieren zu müssen. Wo ich halt jetzt auch wirklich absolut keinen Bock drauf hätte. Bin ich auch absolut ehrlich. So, guck mal. Das ist doch ganz geil. Jetzt müssen wir hier dieses kleine Ding noch machen. Wir müssen den Brunnen noch machen. Katze müssen wir beseitigen. Oh, hallo. Eine Glocke haben wir noch. Und was wir auch noch haben, ist ein weiteres Lagerfeuer, was wir uns mitnehmen. Genau, hier das Ding. Und ich dachte, hier vorne ist noch irgendwo ein Haus. Aber ist tatsächlich nicht der Fall. Du hast mich jetzt erschrocken, du Assi. Ich habe ihn gesehen, aber er hat mich trotzdem erschrocken. Ich habe ihn so im Augenwinkel gerade so gesehen. Aber hier ist er natürlich auch dunkel, ne? So, und dann hier halt noch so Kürbisse. Die man natürlich auch noch zum Licht machen benutzen könnte. Aber wie dem auch sei. Ich schweif ab. So. Was geht da oben ab? Für eine Party? Zu Party? Zu Party. War eine kurze Party. Okay, dann würde ich tatsächlich sagen, halten wir uns heute mal ein bisschen kürzer. Nicht, dass ich wieder so viel überziehe. Also überzogen habe ich jetzt eh schon. Aber wie dem auch sei, wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich habe gute Laune getankt. Ich habe alles in meiner...